Was für ein Jubiläum und was für ein Jubiläum an diesem Tag, oder? Also weltweit Klimastreik, weltweite Demonstrationen, ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben, aber was für ein Rückenwind für Sie in Ihrem Raum, die dieses Sorgenkind, dieses Klimasorgenkind verkehrt mit konkreten Projekten, mit großartigen Ideen tatsächlich anpacken. Und so sind 13 Gewinnerprojekte herausgekommen, die wir heute hier probieren. Wärmen Sie Ihre Hände auf, Sie werden viel applaudieren müssen. Das sind tolle Projekte. Wir starten gleich mit der ersten Kategorie. Das ist die Kategorie Ideenkonzepte und Pilotprojekte. In dieser Kategorie hat gewonnen das Projekt Autofreie Innenstadt und Stadtteil Oasen aus Villach. Und ich bitte auf die Bühne von Verantwortung Erde, die haben das gemacht, Maximilian Reiner. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja in Villach begonnen schon, also ich war gerade in Villach letzte Woche und habe gesehen, das schaut ein bisschen anders aus vom Bahnhof. Was ist denn, wenn Sie fertig sind, für die Bevölkerung anders in Villach? Ja, Sie sprechen einfach. Ja, auf diese Frage habe ich mich sehr gefreut, dass die gestellt wird. Die Intuition von uns ist eigentlich, dass wir die autofreie Innenstadt bürgernäher und mehr Menschen die Stadt als Lebensort eröffnen. Weniger Verkehr und mehr menschliche Begegnungen in der Innenstadt. Ich muss aber vorher einleitend erklären, dass ich nicht der Autor des Projektes bin und auch nicht der Verfasser. Und ich möchte mich aus diesem Grund an dieser Stelle bei Herrn Gerald Dobernick ausdrücklich bedanken und auch bei Julia Hütermann, die Bankfrau, sprechen, die nicht abgelassen hat, das Projekt einzureichen und zu forcieren. Heute darf ich hier stehen und im Namen unserer Bewegung diesen Preis mit großem Stolz und Freude entgegennehmen. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, aus Villach, um ihn entgegenzunehmen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich darf jetzt die Ministerin, Herrn Matthä und Willi Nowak, auf die Bühne bitten zu unserer Fotowand. Sie drei werden die Preise übergeben, als die heutigen Eingangsorganisatoren. Und Sie darf ich als Preisträger auch hinbitten. Ich bitte um einen Riesenapplaus. Holen Sie sich den Preis. Sehr wichtig sind.